Hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen machte heute Aubergine, indisch-pakistanische Art. Also Aubergine ist sehr, sehr gesundes Gemüse und ist leicht zu machen. Gucken Sie Video und machen Sie bitte nach. So, ich habe jetzt hier Aubergines ganz frische geholt. Lassen Sie mit Stil, also wir machen jetzt weiter. Dann gucken Sie mal. So, eine Schnitt. So und eine quer. Also eine Aubergine vier Teile machen, also. Ja. Lassen Sie alles über Jeans fertig machen. Ja, so sieht der aus. So. Ja, ist leicht zu machen. Ja, lassen Sie so. So, dann machen Sie erstmal alles. So fertig und dann nehmen Sie eine weiteres, also Zutaten, da sage ich jetzt auch, wenn ich es reintun in der Pfanne, dann sage ich auch Bescheid, was und wann mache ich, ja. Ganz langsam kann sie jetzt mal Video schauen. Ja. So. Also ganz wichtig ist, kann sie erstmal Aubergine fertig machen. Da habe ich jetzt hier ein paar Zwiebeln und Tomaten, die kann sie jetzt kleiner schneiden. Ja. So, jetzt nehmen Sie eine Pfanne oder Wok. Da kann sie jetzt circa 300 Milliliter Öl reintun, weil wir frittieren diese, also Gemüse. Ja, lassen Sie jetzt die Öl ein bisschen warm, also richtig heiß, meine ich. So, vom mittleres Hitze kann sie richtig heiß machen. Und dann kann sie jetzt also Gemüse reintun. Ja, so lange, also frittieren, so circa so 5-6 Minuten, bis die innere Farbe ist ein bisschen rot, also wäre, also richtig so, nicht direkt ganz rot, sondern braune Art, so, ne? Ja, kann sie gleich mal gucken. So, sehen Sie jetzt hier, da sind fertig, das ist so rotliche Touch ist das, so, das ist ja fertig, die ganze Aubergine fertig. So, dann nehmen Sie jetzt die ganze Öl in eine andere Teller und lassen Sie ganz wenig drin, also in der Wok Oil, so circa 50-60 Milliliter kann sie Oil drin lassen und
Da geben Sie dazu so circa 150 Gramm Zwiebel und das ist der Kümmel. Pulver ist einen Teelöffel und Fenchelsamenpulver, wenn möglich, indisch-pakistanische Geschäft gibt das, also diese Samen, also das ist zwei Teelöffel Ingwer und Knoblauch reintun und circa 150 Gramm Tomaten dazu. Da kann sie erst 3-4 Minuten kann sie anrühren, bis die Tomaten so ein bisschen also schmelzen und dann geben Sie bitte Paprika, eine Teelöffel Salz, Currypulver und Korianderpulver. Kann Sie jeweils eine Teelöffel geben und sie ungefähr so 3-4 Minuten anrühren. Ja, langsam ein bisschen, also etwas Wasser geben. So, jetzt geben Sie jetzt die ganze Gemüse da rein und 3-4 Minuten kann sie anrühren. Lassen Sie die ganze Masala einziehen lassen, ja, und weiter anrühren. Da habe ich jetzt Peperoni, grüne Peperoni habe ich reingetan. Wenn Sie wollen, scharfes, kann Sie bitte reintun, sonst lassen Sie sein. Ja, ist ja Ihre Entscheidung. So rühren Sie weiter, so 2-3-4 Minuten. Und dann kann sie ganz kleine, niedrige Hitze, also auf 10 Minuten zudecken und lassen sie weiter auf Dampf kochen. Ja, ganz niedriges, etwas bisschen Wasser reintun, so circa 20 Milliliter mehr braucht man, ist ganz wenig, so gut. So, dann zudecken und dann weiter, also kochen. Wenn der nach der 10 Minuten kann sie frische Koriander ein bisschen oben rein und ist ja fertig. Ja. So, als Beilage kann sie frische Chapati, frische Naan oder türkische frische Flanbrot, weiße Reis. Das ist ja sehr, sehr gut. Also was haben Sie Möglichkeit? Machen Sie das bitte. Ja. Und jetzt ist er fertig, ganz fertig. So, das ist ja Ende. Dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Sie meine Rezeptin gefällt, bitte besuchen Sie meinen Kanal und schreiben Sie Kommentar, ist wirklich bei Ihnen, gefällt das oder nicht. Ja, bleiben Sie bitte gesund. Bis nächste Mal.